Ja, I'm dreaming of a white Christmas. Danke an Dani Felber und Russ for Peace. Tolle Initiative, auf die Kraft der Musik zu setzen, auch mit Unterstützung der evangelischen Kirche. Finde ich ein tolles Projekt. Ja, und White Christmas ist etwas, was bei der Frau, die jetzt bei uns, bei Olga Peretyatko Mariotti, ein wunderschöner Doppelname, die aus St. Petersburg kommt und die dort regelmäßig weiße Weihnachten noch erlebt oder mittlerweile auch so selten wie wir in Deutschland, Olga. Aber wörtlich, wörtlich. Ja, es gibt so viel Schnee natürlich. Ja. Meine Freude ist heute wirklich enorm. Das ist für mich eine große Ehre, hier zu sein bei diesem Konzert. Es liegt mir ganz nah am Herzen, weil, schauen Sie, ich heiße Olga Peretyatko Mariotti, also Russian, Italien. Wir sprechen Deutsch. Italienischen genau. Dirigenten, ja. Wir sprechen Deutsch und wir sind in dieser Oase des Friedens. Und Kunst ist eigentlich dasselbe, hat eine gleiche Rolle, vereinigt die Leute. Olga, in Russland feiert man doch Weihnachten eigentlich vom 6. auf den 7. Januar. Ja, es ist eigentlich dasselbe, aber zwei Wochen später. Ja. Das heißt, am 24. geht bei euch das Leben weiter, wie bei allen anderen auch? Nein, wir feiern von 24. Dezember bis 10. Januar. Niemand arbeitet. Feiert ihr einfach durch? Ja. Das ist eine gute Idee. Also, lernen von den Russen, sage ich nur. Olga, wir werden jetzt etwas hören. Es wird Sie beeindrucken, in welche unglaublichen Höhen diese junge Frau kommt. Und Sie werden vor allen Dingen fasziniert davon sein, wie leicht das klingt. Sie hat mir vorher gesagt, das sind 15 Jahre harte Arbeit, die man da reinstecken muss. Und ich glaube, Olga wollte mal Chorleiterin werden, ne? Ich bin eigentlich Chorleiterin. Also ich könnte schon auch dirigieren, also jemand, wenn's nötig. Jemand, der andere für sich singen lassen wollte, glücklicherweise hat sie sich dagegen entschieden, singt jetzt selber. Wir hören jetzt ein großartiges Stück. Wolfgang Amadeus Mozart, der dritte Satz aus Excultate, Jubilate, das Halleluja, interpretiert vom Alcamangiati Orchester, das wir eben schon gehört haben, und Olga Peretyatko Mariotti. Was für eine Stimme. Vielen, vielen Dank.